Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gamma 64. Leute, heute wird es in die letzte Hauptwelt gehen und die ist auch die größte Hauptwelt des gesamten Hex. Normalerweise hatten wir ja immer nur 4 mickrige Sterne in einer Hauptwelt zu sammeln, aber hier wurde die Anzahl jetzt verdoppelt. Das heißt, heute werden wir Welt 15 ganz allein in diesem Part machen. Welt 15 wird alleine diesen Part übernehmen. Und Leute, ich würde sagen, wir springen hier rein ins wunderschöne Gemälde von Welt 15. Denn wir wollen natürlich auch hier loslegen. Einen Stern haben wir schon beim letzten Mal geholt, weil der über einen Teleporter aus einer anderen Welt zu erreichen war. Also wundert euch da nicht, ne, dass es jetzt hier eigentlich 7 Sterne sind und nicht 8, wie ich ja angekündigt habe. Aber nur, dass ihr da Bescheid wisst, dass wir da einen Stern beim letzten Mal schon geholt haben. Und zwar gab es im Internal Sewer System, also im Abwasserkanal, da gab es einen Teleporter hierhin. Und der hat im Endeffekt in den Abwasserkanal von dieser Stadt hier geführt. Und ich glaube, die Stadt heißt auch einfach nur The City. Ja, tatsächlich. Krasser Stadtname. Das ist die Stadt. Oder die Großstadt, ne? Eine City ist ja eigentlich eine Großstadt. Im Englischen unterscheidet man ja da zwischen Town und City. Town ist einfach kleine Stadt oder halt nur Stadt. Und eine City ist halt wirklich groß. Wirklich gigantisch, ne? Das heißt, ja, eigentlich müsste das hier auch meines Erachtens nach zumindest deutlich größer sein, wenn ihr mich fragt. Weil so eine City muss ja eigentlich schon auch was zu bieten haben, ne? Und meiner Meinung nach ist das deswegen keine City, sondern wenn, dann eine Town, ne? Würde ich zumindest behaupten. Aber gut, was habe ich schon zu erzählen? Das interessiert ja den Hacker oder die Entwickler nicht, ne? Das muss man leider auch dazu sagen. Meine Meinung wird mal wieder vernachlässigt. Also finde ich echt nicht okay, dass da meine Meinung so unwichtig erscheint, ne? Ich habe auch was zu sagen, okay? Das ist nicht in Ordnung so. Da fühle ich mich ein bisschen ausgegrenzt. Ist schon schlimm. Das muss man ehrlich dazu sagen. So, kann ich hier eigentlich auch Wandsprünge machen? Wenn das hier ein bisschen eng ist, diese Passage. Lass uns mal schauen. Oh ja, geht sogar. Obwohl ich glaube, dass ich da anderweitig besser hochkomme. Ich muss ja da einfach nur hochkommen, Leute. Ach so, ja gut, hier am Rand, da gibt es eine offizielle Wandsprungpassage. Das heißt, ich nehme wahrscheinlich die. Wobei man sagen muss, also das ist echt schmal, ne? Das ist echt schmal. Da muss man schon, ja, tighte Wandsprünge machen, möchte ich da mal sagen. Hier ist noch ein pinker Hase, keine Ahnung, was das mit dem auf sich hat. Das werden wir uns alles nach und nach anschauen, ne? Ich möchte ja nicht alles auf einmal hier in der Stadt angucken, sondern wir gucken uns das schön nach und nach an. Achso, da hätte ich auch anders hoch sollen. Aber ist schon okay. Ich weiß nicht, hier hoch gibt es da eventuell noch eine rote Münze. Ich finde die Wandsprünge hier echt ein bisschen schwieriger als sonst, ne? Muss ich ehrlicherweise zugeben. Weil hier das so schmal ist. Das heißt, man hat gar nicht so viel Spielraum, wie man sonst hätte. So, aber hier Nummer 4 und Nummer 5 haben wir auch schon. Nummer 6 sehe ich da drüben. Und Nummer 7 könnte ich mir auch, naubla, könnte ich mir auch da oben vorstellen, wo gerade eben der Geist war. Lass uns mal schauen. Ja, hier gehen wir mal aus dem Weg. Die Geister kennen wir ja schon aus Welt 6. Aber hier gibt es jetzt auch nochmal Geister. Und war eine rote Münze nicht sogar ganz oben? Bin ich mir unsicher. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Aber ich glaube, eine rote Münze war sogar einfach ganz oben auf der Turmspitze. Naubla, muss ich hier so hoch? Nee, oder? Safe nicht. Aber es klappt, dass ich hier so hoch gehe. Von dem her akzeptiere ich das natürlich auch. Kann ich das von hier sehen? Ist da oben eine rote Münze? Weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Oder könnte eventuell auch hier in der, im Wasserkanal, könnte da auch eine rote Münze sein.
Hier gibt es auf jeden Fall einen Schalter zum Wasser ablassen. Aber normalerweise gab es ja auch immer was im Wasser, ne? An roten Münzen. Hier anscheinend nicht. Aber in anderen kleineren Stages, da gibt es dann einfach plötzlich 4 rote Münzen unter Wasser. Na toll. Ach Leute, guckt mal her. Da ist die letzte rote Münze. Ich habe jetzt nochmal die Stage abgesucht, weil ich die einfach nicht gefunden habe. Oh Mann. Also sie war nicht auf dem Dach. Das können wir festhalten, sondern sie war einfach da hinter so einer Hauswand versteckt. Wo ich es halt einfach nicht gesehen habe, weil ich das jetzt nicht so auffällig fand. Aber ist ja nicht schlimm. Deshalb gibt es ja den Cutter-Manu, den Schnitt-Manu, wie ich ihn immer gern nenne. Und Grüße gehen raus an ihn. Der macht das nämlich immer für euch angenehm. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. So, hier gibt es mal einen pinken Hasen zu fangen. Und deshalb möchte ich ihn auch fangen. Kennt man natürlich nicht aus dem originalen Super Mario 64. Aber, das muss man dazu erwähnen, es gab auch diesen Hasen wieder in Super Mario 64 DS. Und zwar war es ja in Super Mario 64 DS so, dass man ja 4 Charaktere hatte. Und es gab im Schloss ja auch, keine Ahnung wie viele, aber auf jeden Fall einige Hasen in verschiedenen Farben, die dann immer jeweils nur von einem Charakter gefangen werden konnten. Heißt, Mario hatte die pinken Hasen, Luigi die grünen und so weiter. Und deshalb ist auch das wieder etwas, was wir, wie gesagt, jetzt nicht aus dem fertigen Super Mario 64 kennen, aber aus dem DS Remake. Und das ist wirklich cool. Was hast du zu sagen? Hey Mario, glad to see you here. I'm currently managing this library and I have to get a pocket of new books soon. And I don't have anyone to help me with that. Could you help me bringing it? It's at the southwest house. Be careful. Breaking the box will not give you coins, so you won't get rewarded for possibly damaging my web. Okay. Und das ist in dieser Welt auch besonders, dass wir hier tatsächlich, ja, wirkliche Quests haben, möchte ich es eigentlich nennen. Quests, die wir von anderen bekommen. In dem Fall von den Bob-Oms. Yo Mario, I've got this pocket I'd like you to transfer to the librarian. Did he tell you about it already? Wait a second, didn't I put it in the corner in the library? Ah, da hat er das schon. So, dich boxen wir weg. Und das ist im Endeffekt einfach, ja, eine Box, wie wir sie kennen. Aber halt mit Buchtextur. Das heißt, wenn wir das an die Wand schmeißen würden, dann würde das an der Wand auch zerschellen. Ja, hier sehen wir auch, das rutscht auch hier runter. Wie eine Box. Ja, moin, bis nach hier hinten. Geht's noch? Hier den Geist vielleicht töten, ja, obwohl ich glaube, der blockiert mich nicht mal. Und hier dann einfach normal hochlaufen. Das ist ja irgendwie auch komisch bei den Schrägen, dass da einfach tatsächlich irgendwie, ja, Mario eine Box nicht mehr halten kann. Keine Ahnung warum, aber das war dann auch im fertigen Spiel ja so, ne? Beziehungsweise auch mit dem Pinguin Baby, wenn man da bei zu schrägen hüpft. Dann lässt er den Pinguin einfach los. Und das ist halt wirklich, wirklich komisch, wie ich finde. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber naja, man muss auch nicht alles nachvollziehen können. Ist ja auch nicht schlimm. Hauptsache, die Mission kann gut absolviert werden. So, wir reden jetzt auch mal mit den anderen Bob-Oms, weil sonst weiß ich gerade nichts mehr zu tun. Was sagst du mir? Hey, I'm kind of in need of some help. I've always wondered how the stars at Snowy Plains look. Would you please bring me a star from there? I don't actually need it for anything. I just want to see what the star there look like. Also er will einen Stern von Snowy Plains sehen. Und weil wir dort schon alle Sterne gesammelt haben, können wir ihn einfach nochmal ansprechen. Hey Mario, oh look at that. You beat the cold wind and got me a star. Thank you very much. Now we'll give you my star, so you can compare them. Actually, never mind, you can keep my star too. It will surely help on your adventures. By the way, they seem to look the same. Very disappointing indeed. Ja, natürlich schauen die gleich aus. Das sind ja nicht Monde aus Super Mario Odyssey, sondern das sind einfach Super Mario 64 Sterne. Und die schauen halt gleich aus. Mann, Mann, Mann. Schickt er mich einfach in die Eiseskälte, in der wir eh schon waren, aber das möchten wir mal an der Stelle nicht erwähnen. Ist ja in Ordnung. So,
So, und dann hier oben gibt es noch einen Bob-Omb, ne? Das haben wir auch gesehen. Das heißt, mit dem reden wir natürlich auch. Naubla, nicht runterfallen. Und was willst du? Weiß ich auch nicht mehr. These boos keep hunting us for no reason. I don't know what to do. You gotta scare them away. I don't care how, just do it. There's around 10 from what I've heard. Und das heißt, wir sollen jetzt 10 Boohoos töten. Und ich weiß nicht, ob das alle Boohoos sind oder ob es mehr gibt. Aber auf jeden Fall werden wir hier jetzt auf Boohoo-Jagd gehen. Auch so eine ähnliche Mission hatten wir ja quasi schon, ne? Sowohl im Original als auch hier. Hier mussten wir ja in der Geisterstage Boohoos töten, um an den ein oder anderen Schlüssel ranzukommen. Und im Original musste man ja auch in der Geisterstage die Boohoos töten, um den ersten Big Boo-Kampf freizuschalten. Beziehungsweise im Karussell, im Geisterkarussell gibt es ja dann auch nochmal. Da kommen ja zuerst auch wieder kleine Boohoos, bevor man wieder Big Boo töten darf. Von dem her, ja, ist das ja nichts Unbekanntes, was man jetzt nicht kennen würde. Und ich meine sogar, hier gibt es aber gar keinen Big Boo. Deshalb braucht uns das auch nicht zu interessieren. Naubla. So, jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Hier gibt es nochmal einen. Und dann fehlt nochmal ein oder zwei Geister. Fehlen dann nochmal. Lass mal sehen. Vielleicht hier dahinter? Weiß ich jetzt gar nicht, ne? Oder eventuell auch hinter dem großen Haus. Hier auch nicht, wie es scheint. Wo gibt es denn noch Boohoos? Die sind auch teilweise in ziemlich, ja, unauffälligen Stellen. Das heißt, das fällt einem nicht unbedingt direkt auf. Okay, und das waren schon 10 Stück. Das heißt, wir können wieder zu ihm hier hochgehen und uns einen Stern abholen. Das ist natürlich sehr geil. Und falls ihr vorher aufgepasst habt, dann wisst ihr auch noch, dass es nochmal einen Bob-Omb gibt. Und zwar ganz oben auf dem, ja, auf dem Turmdach. Und das heißt, da werde ich jetzt nochmal hochklettern. Hallo Bob-Omb, da bin ich wieder. Na, hast du eine Task für mich? This view is nice, but there's one thing that's missing. How do I get down? Do you mind helping me get down? This is scary. You can use speed to carry me, just as you would any other Bob-Omb. Und das ist auch eine Mission, die ich wirklich cool finde, ne? Weil es mal komplett was anderes ist, als das, was man sonst so kennt. Also ja, es gibt theoretisch das Pinguin Baby, was man genauso aufheben kann. Aber wirklich jemanden quasi zu retten, sage ich mal, aus einer brenzligen Situation, das kennt man eigentlich so nicht. Und deshalb finde ich das auch wirklich cool. Und ich meine, damit haben wir alle Sterne in dieser Stage. Jawohl, haben wir auch. Leute, ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder von diesem Part von Gamma 64. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Nebenstages. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss.